liege im Bett und bin völlig verplant. Mal wieder verpennt und der Bus ist fast da. Vergesse die Bücher zu Hause und dann lerne ich die falschen Vokabeln, verdammt. Warum muss das immer mir passieren? Jeder hier schafft es, ich kapier nur Bahnhof in Bio ne 4, in Mathematik dasselbe. So, wir fangen jetzt an und vergleichen die Hausaufgabe von gestern. Station 4. Sie sollten Sätze bilden, Sätze aufschreiben. Ja? Das Beispiel war, mein Vater interessiert sich für Briefmarken. Satz 1. Sascha. Kannst du bitte aufhören mit dem Krach? Oder kannst du bitte mit dem Krach aufhören? Wir haben am Anfang immer Personalpronomen. Ja? Hier ist kein Personalpronomen, sondern Mann. Dann geht es weiter. Mann. Helena? Man muss. Für mehr Gerechtigkeit kämpfen. So, letzter Teil der Wiederholung. Station 5. Wir fangen an wieder mit einigen Erklärungen. Sie kennen alle den. Und zwei Hauptsätze werden zusammengenommen. Ja? Ich gehe oft einkaufen, ich habe viel Geld. Daraus wird, ich gehe oft einkaufen, denn ich habe viel Geld. Er hat schlechte Noten, er lernt nicht. Er hat schlechte Noten, denn er lernt nicht. Zweiter Teil, wir haben einen Hauptsatz und einen Nebensatz. Und zwar, weil ich gehe oft einkaufen, ich habe viel Geld. Ich gehe oft einkaufen, weil ich viel Geld habe. Ja? Er hat schlechte Noten, weil er nicht lernt. Sie frieren heute, weil das Wetter schlecht ist. Ja, das heißt, ich habe einen Hauptsatz und ich habe einen Nebensatz. Wie Sie hier sehen, bei den Weil-Sätzen, das Verb geht ans Ende. Nächste Runde, wenn. Ja, auch hier, wenn leitet einen Nebensatz ein. Ich verstehe die Grammatik, ich lerne. Ja? Also, ich verstehe die deutsche Grammatik zum Beispiel, wenn ich lerne. Das ist so eine Bedingung. Sie freut sich, wenn sie ihren Freund trifft. Wir vermissen dich, wenn du nicht hier bist. Hier haben wir erst den Hauptsatz, dann den Nebensatz. Die Sätze können wir umdrehen und mit dem Nebensatz anfangen. Wenn der Zug eine Stunde Verspätung hat, sehe ich meinen Freund nicht mehr. Wenn du Hilfe brauchst, geh zu deinem Lehrer. Wenn du nett bist, helfen dir die Leute. Letzter Teil, Nebensatz, wieder Hauptsatz und Nebensatz zusammen mit das. Wir haben einige Verben, die verlangen Konjunktion das. Ich glaube, ist es wahr, ich habe gehört, wir haben gesagt, sie denken und so weiter. Ja, nur ein paar Beispiele. Ich glaube, dass ich heute nicht mehr komme.
Ist es wahr, dass dein Vater wieder heiratet? Er hat gehört, dass er den neuen Job bekommt. Wir haben gesagt, dass wir ins Kino gehen. Sie denken, dass du nicht tanzen kannst. Wichtig bei den Nebensätzen, die Verben stehen immer am Ende. Und das schreiben Sie sich vielleicht mal auf. Ja, sobald Sie einen Nebensatz haben, eingeleitet. Durch weil, durch wenn, durch das stehen die Verben, auch die konjugierten Verben, immer am Ende. So, das schreiben Sie sich erstmal auf.